Hallo, heute präsentieren wir Ihnen eine kleine, aber feine Übung, die nicht nur die fußballerische Athletik schult, sondern auch viel, viel Spaß macht. Der Aufbau ist sehr einfach gehalten. Ihr nehmt einfach 9 Koordinationsringe und packt die wie ihr im Bild seht, zueinander. Wenn ihr natürlich das Glück habt und ihr habt noch mehr Koordinationsringe zur Verfügung, könnt ihr das auch in zwei Gruppen aufbauen und einen doppelten Zweikampf bzw. doppelten Wettkampf draus machen. Man kann auch optional natürlich auch Hütchen nehmen, Koordinationsleitern, die man ein bisschen nebeneinander legt und ein bisschen verändert, oder natürlich auch Fahrradschläuche. Ist auch sehr beliebt bei Fußballtrainern, sieht auch ziemlich lustig aus und die Dinger kosten auch nicht wirklich viel. Der Ablauf der Übung ist sehr schnell erklärt. Wir bilden hier zwei Teams, in dem Fall Rot und Blau. Jedes Team hat zum Beispiel ein Leibchen in der Hand, eine bestimmte Leibchenfarbe. Zum Beispiel Team Blau hat zum Beispiel gelbe Leibchen in der Hand und Team Rot zum Beispiel blaue oder rote oder orangene, je nachdem, was ihr da habt. Man kann auch optional einfach farbige Hütchen nehmen, um diese Hütchen dann später in diese Ringe zu platzieren. So, wie fangen wir nun an? Jeder Spieler hat natürlich, je nachdem, was für eine Leibchenfarbe sein Team hat, das Leibchen in der Hand oder auch Hütchen. Und der Trainer pfeift zum Beispiel zum Start. Beide Spieler rennen zeitgleich, das heißt Blau und Rot rennen zeitgleich auf die Koordinationsringe zu und platzieren ihre Leibchen in diesen Ring. Ganz wichtig natürlich, man sieht immer wieder, dass die Spieler von 2-3 Meter versuchen, die Leibchen oder die Hütchen in die Ringe zu werfen. Nein, die sollen schon abgelegt werden, so dass auch wirklich ganz klar gekennzeichnet ist, welcher Ring gerade von welcher Farbe besetzt ist. Dann sprintet derjenige wieder zurück und klatscht bei seinem nächsten Teamkollegen ab. Als kleine Hilfe dabei, man sollte das Klatschen auch hören. Ich mache es jetzt einfach mal, damit die Leute einfach wissen, wann der nächste dran ist. Sonst rennen die Leute zu früh los oder starten ganz einfach schon 2-3 Meter vorher. Und das wollen wir natürlich vermeiden und deswegen ganz klares Abklatschen. Sobald abgeklatscht worden ist, rennt der nächste Spieler auf die Koordinationsringe zu, platziert sein Leibchen und rennt wieder zurück und klatscht den nächsten wieder ab. Wenn die Spieler keine Leibchen mehr haben, um diese in die Felder zu legen, läuft derjenige halt, der dran ist, ohne Leibchen los und verteilt, also und nimmt seine Leibchen und platziert das dann halt dementsprechend so, dass dann ein 3 gewinnt in Linie oder quer zustande kommt. Und das wird dann so lange gemacht, bis halt das eine Team entweder 3 gewinnt hat, also halt 3 in einer Reihe. Oder natürlich, wenn ihr seht, es ist ein ganz klarer Leistungsabfall da und die Spieler können eigentlich gar nicht mehr krauchen und ihr seht einfach, dass dann gar nichts mehr zustande kommt, weil einer rennt hin, hat fast einen Dreier, der nächste kommt, blockt das wieder. Ihr werdet genau wissen, was ich meine, wenn ihr diese Übung selber durchgeführt habt. Ihr werdet auch merken, dass jeder Durchgang besser wird. Die Spieler werden irgendwann die richtigen Entscheidungen treffen. Die werden effektivere Entscheidungen treffen. Das heißt, sie wissen ganz genau, wie lege ich mein Leibchen jetzt in die Ringe, damit ich zum Beispiel bestmöglichen Dreier kriege, beziehungsweise ich die andere Gruppe blocke. Und je nachdem, was der Trainer auch hier bezwecken will, kann man anhand der Spielergrößen kann man die Intensität natürlich hochschrauben oder natürlich auch runterschrauben. Je nachdem natürlich, wie die Leistungsdichte der Mannschaft ist oder was der Trainer auch erreichen möchte. Im Normalfall, wenn man die Spielergröße 3 bis 5 nimmt, wird eigentlich ziemlich simpel die Antrittsschnelligkeit, die allgemeine Schnelligkeit, die Wahrnehmungsschnelligkeit und natürlich die Entscheidungsschnelligkeit oder die Fähigkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen, sehr stark trainiert. Wenn euch dieses kleine, aber feine Video gefallen hat, lasst mal bitte Daumen nach oben da oder jetzt neuerdings auch, könnt ihr dieses Video auch auf Facebook teilen. Ja, ich habe extra eine Facebook-Seite gemacht, weil ich einfach denke, da erreiche ich einfach mehr Leute. Ja, ich würde einfach mal sagen, bleibt mir treu. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, wenn ihr Bock habt, abonniert mich. Ansonsten lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns das nächste Mal. Und tschüss.